Tja, Jimmy, an dich musste ich denken, als ich diesen Vorhinsatz hier gemacht habe. Warum? Sie haben ja jetzt gelernt, neuronale Netze zu programmieren und haben gesehen, dass das gar nicht so schwierig ist. Sie haben auch gesehen, dass es relativ einfach ist, die Dinger zu trainieren, und mit Hilfe der Regularisierung schaffen wir es auch, sie dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen. Allerdings, wenn Sie jetzt die Netze auf echte Probleme in der echten Welt anwenden, dann werden Sie feststellen, dass das manchmal funktioniert und manchmal, relativ häufig, aber auch einfach nicht funktioniert. Und der Grund dafür ist, dass es eine ganze Reihe von Problemen gibt am neuronalen Netz, die jedes einzelne von denen kann dafür sorgen, dass es einfach nicht klappt, dass das neuronale Netz nicht so lernt, wie wir es gerne hätten. Aber wir brauchen nicht verzagen, es gibt für all diese Probleme Problemlösungen. Und das Kapitel hier dreht sich jetzt genau darum, für ganz viele Probleme und Problemchen, die es am neuronalen Netz gibt, Lösungsmöglichkeiten vorzustellen. Und die werden Sie alle irgendwann brauchen. Ja, das sind alles irgendwelche Werkzeuge, die Sie in Ihrem Werkzeugkoffer haben müssen, weil Sie die irgendwann mal brauchen. Das wird uns vermutlich 2 Vorlesungsstunden lang beschäftigen, weil es einfach ganz, ganz viele Einzelthemen sind. Und ganz viele Tricks werden dabei sein, die Sie sich, wenn Sie klug sind, merken, damit Sie nachher so gut tricksen können wie der Jimmy, wie der Saul Goodman. Also, das Ganze ist wieder eine Vorlesung, also kein 10 Minuten YouTube-Video. Und bitte konsumieren Sie es auch wie eine Vorlesung. Das heißt, wie üblich, laden Sie sich das Skript runter, schreiben Sie das, was ich sage, im Skript mit dazu, arbeiten Sie nach, denken Sie mit, seien Sie konzentriert, programmieren Sie mit, rechnen Sie mit und dann klappt das. Am Ende können Sie die neuronalen Netze machen. Also, viel Spaß. Also fein. Dann schauen wir uns mal an, was Saul Goodman, Sleeping Jimmy, so an Tricks aufzubieten hat, die wir vielleicht nutzen können für unsere Spielchen mit den künstlichen neuronalen Netzen. Ich habe Ihnen hier als erstes mal nochmal unser Standardneuron hingemalt, ja, damit Sie nochmal die Nomenklatur auch sehen. Wir schauen uns immer das eine Axon an zwischen dem Neuron I, das ist da, wo das Signal in das Axon reingeht, und dem Neuron J, das ist da, wo das Axon ankommt. Wir haben als erstes die Net-Input-Funktion, die einfach die Summe berechnet über alle Inputs. Ja, als OI mal WIJ. Und dann als zweites die Aktivierungsfunktion. Die Aktivierungsfunktion hat uns ursprünglich ersetzt die Stufenfunktion, die Schwellenwertfunktion. Ja, da hatten wir so eine Stufenfunktion genommen, um den Schwellenwert berechnen zu können, ohne dass wir einen If-Then-Else schreiben müssen, weil If-Then-Else ist einfach auch schlecht zu rechnen. Ja, dauert sehr lange. Multiplikation oder eine Funktion aufrufen ist immer schneller als eine Verzweigung in den Programmcode reinzumachen. Also, unser Standardneuron. Als erstes ein Wort zu den Aktivierungsfunktionen. Das hätte ich eigentlich Ihnen schon lange mal erklären sollen. Sie haben es auch gemerkt. Das hat uns schon immer mal wieder gefehlt, die Theorie zu den Aktivierungsfunktionen. Aber ich wollte eben am Anfang sehr schnell so weit kommen, dass Sie programmieren können und dass Sie neuronale Netze bauen können. Und jetzt müssen wir aber die Aktivierungsfunktion nachholen. Jetzt können wir es nicht mehr weiterschieben. Also gut, hier die Aktivierungsfunktion da unten, die müssen wir jetzt anschauen. Wir fangen mal ganz einfach an. Die einfachste Aktivierungsfunktion ist einfach die Identität. Ja, wir machen gar nichts. Manchmal braucht man die trotzdem, um quasi eine Dummy-Aktivierungsfunktion ins neuronale Netz einbauen zu können, wenn man in Wirklichkeit gar keine haben will. Was spricht da eigentlich dagegen? Na gut, dagegen spricht, wir haben jetzt keinen Schwellenwert mehr. Ja, sondern es geht alles einfach gerade so, es kommt alles gerade so an, wie es ankommt. Da ist keinerlei Nicht-Linearität mehr drin. Wenn wir mit linearer Aktivierungsfunktion, mit der Identität arbeiten,
dann werden wir das Problem haben, dass wir nur noch lineare Klassifizierer bauen können, so wie wir es ganz am Anfang ja für OR und XOR uns ausgerechnet haben. Dann wird unser neuronales Netz im Prinzip das Gleiche tun wie eine ganz normale lineare Regression. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, der Vorteil ist natürlich, das geht sehr schnell, man muss nichts rechnen, man muss nichts denken. Der Nachteil ist, wir können nur lineare Regression rechnen oder lineare Klassifizierer bauen. Und das ist nicht das, was wir wirklich wollen mit unseren neuronalen Netzen. Wir wollen ja nicht lineare Dinge machen. Also, wir müssen es wissen, aber vermutlich eher selten anwenden. Die nächst einfache Aktivierungsfunktion wäre, den echten Schwellenwert einfach anzusetzen. Der ist natürlich gar nicht so schlecht. Einzigste Problem ist, das ist ein If-Then-Else und ja, es gibt ein zweites Problem, und zwar, wir werden nachher ein Gradientenoptimierungsverfahren anwenden im neuronalen Netz. Also wir leiten die Funktion ab, um dann entsprechend der Steigung bergab zu gehen, also die Fehlerfläche nach unten, uns auf der Fehlerfläche nach unten zu bewegen. Und das ist natürlich hier ganz schlecht, weil die Steigung von der Funktion, die ist überall null. Das heißt, wenn wir da oben sitzen und wir schauen nach rechts und links, dann sehen wir nicht, in welche Richtung geht es eigentlich bergab, ne? Sondern wir sitzen da oben und können, es könnte ja darüber bergab gehen oder es könnte darüber bergab gehen. Wir wissen es nicht. Deshalb ist es nicht ganz so gut. Ja? Also Aktivierungsfunktionen, die keinerlei Steigung haben, die mögen wir nicht so arg, weil mit denen können wir nachher unser neuronales Netz nicht trainieren. Also Nachteil, Training ist schlecht. Das neuronale Netz propagiert schön und macht schönen Output, aber das Training wird wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren mit dem Ding. Machen wir weg. Wir haben ja schon eine andere Funktion uns ausgesucht, nämlich diese typische sigmoide Funktion, die heißt meist in den Frameworks heißt die einfach Sigmoid. Tatsächlich ist es aber die logistische Funktion, die eben als Standard-sigmoide Funktion hier verwendet wird. Hier ist aufgeschrieben, wie sie berechnet wird. 1 durch 1 plus e hoch minus x. Und das gibt die blaue Kurve hier. Ja, das gibt gerade so eine Funktion, die da nach oben geht. Das einzige Problem dieser Funktion ist, als Stufe, als Schwellenwert, ist sie ein bisschen flach. Ja? Man kann sie aber steiler machen, indem man, so wie im unteren Beispiel, noch diesen Temperaturfaktor einfügt. Und dann sagt, okay, wir rechnen e hoch minus x durch t. X ist der Net-Input für unsere Aktivierungsfunktion. Und wenn das t klein wird, wenn das kleiner 1 ist, dann wird die Stufe steiler. So wie hier habe ich für t gleich 0,1 mal gerechnet und Sie sehen, jetzt ist es schon eine richtige Stufe. Und wir haben jetzt plötzlich eine schöne Stufenschwellenwertfunktion, ohne dass wir einen If-Then-Else brauchen. Das ist wunderbar. Und wir haben sogar immer einen leichten Gradienten drin, weil so ganz eben wird die nie. Ja, die gelbe oder die rote, die wird ein bisschen ebener, die wird fast eben da oben und da unten. Die blaue, sehen Sie, die steigt eigentlich noch ganz schön an. Also, viel besser als die Schwellenwertfunktion. Das ist die Standardaktivierungsfunktion bei künstlichen neuronalen Netzen, seit ich zumindest denken kann. Ja, also seit den 1970er Jahren etwa ist das die Standardaktivierungsfunktion für künstliche neuronale Netze. Funktioniert auch sehr schön und gut. Das Problem der Funktion ist genau das hier, nämlich auch wieder der Gradient. Ja? Ist zwar ein bisschen besser, als wenn wir einfach die Stufe nehmen. Das heißt, wenn wir oben drauf sitzen, dann ist es nicht komplett eben, aber Sie sehen schon, der Gradient wird fast null. Also je größer oder je kleiner die Aktivierungen werden, also der Betrag groß wird, wenn es weit weg ist von null, dann wird unser Gradient der Aktivierungsfunktion doch wieder sehr klein und dann kriegt man wieder Schwierigkeiten beim Training. Besonders ausgeprägt, wenn wir mit einer kleinen Temperatur arbeiten. Ja, die kleine Temperatur hat uns gut gefallen beim Training, weil wir damit schön 1 oder 0 gekriegt haben. Ja, mit t gleich 0,1 oder t gleich 0,01 bekommen wir schöne steile Stufen, aber eben das Problem ist, der Gradient ist praktisch überall 0. Der ist nur noch direkt an der Stufe,
Da ist er anders. Also das sehe ich, wenn ich da drauf sitze, in welche Richtung es bergab geht. Ja, wenn ich hier sitze, da, dann sehe ich, ah, da drüben geht es bergab und dort drüben geht es bergauf. Aber wenn ich da oben sitze, da sehe ich es nicht mehr. Ja, da sehe ich nur noch, hier ist alles flach. Schlecht. Deshalb, obwohl eigentlich für die Vorhersage von Werten, für die Klassifizierung, eine kleine Temperatur von diesem Ding sehr günstig ist, wir haben das in Beispielen ja auch zum Teil gemacht, ist es fürs Training nicht so gut. Deshalb verwendet man normalerweise die Sigmoid-Funktion mit Temperatur 1, also ohne einen expliziten Temperaturfaktor. Das ist so, ja, hat Vor- und Nachteile, aber insgesamt überwiegen die Vorteile tatsächlich. Gut, kann man das besser machen? Eine Verbesserung wäre mal, oder eine Veränderung, wir nehmen statt der Sigmoid-Funktion, statt der Logistikfunktion als Sigmoid-Funktion den Tangens-Hyperbolikus. Das ist aber eigentlich das gleiche in Grün. Sie sehen, der Tangens-Hyperbolikus ist einfach nur eine aufgezerrte logistische Aktivierung. Ja? Der geht nicht mehr von 0 bis 1, sondern da geht es von minus 1 bis plus 1, hat also einen größeren Arbeitsbereich sozusagen, und wird aber genau gleich berechnet. Ja? Das ist eben nicht mehr 1 durch 1 plus e hoch minus x, sondern 2 durch 1 plus e hoch minus x minus 1. Das ist genau die gleiche Formel. Tangens-Hyperbolikus kann man auch hinschreiben dafür. Der Vorteil ist, dass wir jetzt keine Null mehr haben. Ja, Sie haben ja schon festgestellt, wenn man Nullaktivierung hat von Neuronen, das ist schlecht, weil Null ist halt einfach gar nichts. Ja, Nullaktivierung heißt, da kommt Null ins Axon rein, dann kommt aus dem Axon immer auch Null raus. Und Sie erinnern sich, unsere Gatter, OR, XOR und, wenn wir da 0, 0 als Muster gefüttert haben, da hat nichts trainiert, da ist nichts passiert. Ja, das ist einfach nichts. Null ist nichts im Input vom neuronalen Netz. Deshalb ist es manchmal tatsächlich günstiger. Wir nehmen nicht 0, sondern wir nehmen stattdessen minus 1 statt der 0. Manchmal ist es auch so, dass unsere Eingabedaten eben den Wertebereich von minus 1 bis plus 1 haben oder eben negative und positive Werte da sind. Auch dann wird es sich anbieten, eher so eine Funktion zu nehmen, die tatsächlich diesen ganzen Wertebereich auch schön abdecken kann. Also Tangens-Hyperbolikus ist ein bisschen eleganter als die normale Logistikfunktion, aber es hängt immer von der Anwendung ab. Müssen Sie immer überlegen, was passt denn am besten auf meine Daten. Und aber nicht vergessen, dass es den eben auch noch gibt. Es gibt nicht nur die sigmoide Funktion. Damit haben sich die Leute jetzt jahrzehntelang rumgeschlagen mit diesen beiden Aktivierungsfunktionen, bis dann endlich mal vor gar nicht allzu langer Zeit nein, stimmt, halt. Ha, eins muss ich Ihnen noch vorher sagen, genau. Und zwar Jan de Kun, mittlerweile ganz berühmter Mensch im Gebiet der künstlichen neuronalen Netze. De Kun hat schon ganz früh in seiner Studentenzeit sich auch mit neuronalen Netzen beschäftigt und er hat sich im Rahmen seiner Doktorarbeit damit beschäftigt, wie man die neuronalen Netze am besten konfiguriert, damit sie am schnellsten trainieren. Und er ist eben draufgekommen, eigentlich sind diese Logistik- und Tangens-Hyperbolikus-Funktionen sind nicht ganz optimal, weil bei den Werten, die typischerweise für Aktivierungen im neuronalen Netz vorkommen, da sind die Gradienten nicht optimal. Das heißt, er hat überlegt, was brauche ich denn für Gradienten? Und dann hat er rumgetüftelt. Müsste denn meine Aktivierungsfunktion aussehen, dass dort, wo die Werte sind, nämlich am besten bei plus minus 1, dass dort nicht nur die größten Gradienten sind, sondern vor allem die größten Veränderungen der Gradienten sind. Ja, das heißt, dass bei möglichst kleinen Änderungen im neuronalen Netz sich die Gradienten, also die Deltas, mit denen wir nachher unser neuronales Netz trainieren, dass sie sich möglichst stark verändern. Ich trainiere ein kleines bisschen
Und die Deltas verändern sich möglichst stark, sodass das Training möglichst gut adaptiert wird, möglichst gut immer angepasst wird an die aktuelle Situation. Und er hat es dann ausgerechnet, ist gar nicht allzu schwer, ist drauf gekommen. Also Sie sehen hier dargestellt den Tangens hypobolicus, die erste Ableitung vom Tangens hypobolicus oben, das ist dieser Hügel, die zweite Ableitung vom Tangens hypobolicus, also das ist der Gradient der Ableitung. Und jetzt, wo ist da die Änderung am größten? Ja, da wo hier Maxima und Minima sind. Und wenn wir den Tangens hypobolicus so konfigurieren, wie Jan de Kunde macht, nämlich mit diesem magischen Faktor 1,1759, dann sehen Sie, dass die Extremwerte der zweiten Ableitung genau auf plus 1 und minus 1 sind. Und das ist genau das, wo es am besten ist. Ja, das heißt, wenn wir als Aktivierungsfunktion nicht den normalen Tangens hypobolicus nehmen, sondern diesen magischen Jan de Kun Tangens hypobolicus, ja, der da unten steht, nämlich 1,7159 mal Tangens hypobolicus von 2/3 des Net-Inputs, dann bekommen wir in dem Arbeitsbereich unseres Neurons, nämlich von minus 1 bis plus 1, eine maximale Änderung vom Gradienten und damit ein optimales Training. Ja, das stimmt auch tatsächlich. Der Unterschied ist jetzt nicht so dramatisch, aber wenn Sie Feintuning am neuronalen Netz machen und Sie wollen es ein Ticker schneller kriegen, dann werden Sie sehen, dass Ihr neuronales Netz besser trainiert, wenn Sie diese Jan de Kun Modifikation hier machen. Ja, also der magische Tangens hypobolicus vom Jan de Kun, der heute nicht mehr allzu oft in der Literatur erscheint, ist aber nicht nur die Theorie interessant, sondern es ist tatsächlich funktioniert. Ja, das sollte man im Hinterkopf behalten und nicht vergessen. Okay. Die Leute haben sich Gedanken gemacht, wie man die Nachteile von Tangens hypobolicus und Logistik ein bisschen ausgleichen kann. Und eben der Hauptnachteil ist, dass die oben und unten so flach sind. Und eine einfache Alternative dazu ist die sogenannte Softsine-Funktion. Die sehen Sie hier, also x durch 1 plus Betrag von x oder bei uns Net-Input durch 1 plus Betrag von Net-Input. Das sieht auf den ersten Blick genau gleich aus wie die Logistikfunktion oder wie der Tangens hypobolicus, besser gesagt. Wenn Sie genau hingucken, sehen Sie aber, da ist da oben die Steigung noch größer. Ja, die ist größer da oben. Und das bedeutet, wenn ich dann da oben stehe, da sehe ich noch eher, in welche Richtung es bergab geht. Ja, da sehe ich, hier geht es runter. Und ja, das ist das, was wir wollen. Also ein leichter Vorteil der Softsine-Funktion. Wird nicht allzu häufig benutzt, aber probieren Sie es mal aus beim neuronalen Netz. Vielleicht trainiert es ein bisschen besser mit der Softsine-Funktion als mit der Logistik-Funktion. Ein Nachteil davon ist, dass die Ableitung hier nicht so schön ist. Ja, wir haben ja gesehen, bei der Logistikfunktion und beim Tangens hypobolicus eben auch, da haben wir den Vorteil, dass wenn wir die Kreuzentropie als Losfunktion haben, dass dann die Ableitung sehr, sehr einfach wird, weil sich dann dieser OI mal 1 minus OI-Term, weil sich der rauskürzt. Und dann bekommen wir eine ganz einfache Ableitung. Und das heißt, man kann auch den Gradienten schnell berechnen. Das wird hier nicht ganz so einfach. Ja, das kürzt sich hier nicht raus. Das heißt, hier wird die Berechnung des Gradienten ein bisschen komplizierter, ist aber jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, das sind eher akademische Unterschiede, die wir hier haben. Gut, Softzahlen. So, jetzt sind wir endlich da. Genau, fange ich nochmal an, nachdem sich die Leute jahrzehntelang mit diesen sigmoiden Funktionen beschäftigt haben und damit ihre neuronalen Netze trainiert haben, ist irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit jemand aus der Geoffrey Hinton seiner Gruppe auf die Idee gekommen, wie macht es denn eigentlich die Biologie? Und biologisch motiviert, unsere biologischen Neurone, die haben keine Logistikfunktion als Input, sondern die haben was ganz Merkwürdiges. Unsere Nervenzellen, die haben tatsächlich einen Schwellenwert. Also die Idee war, ob von der Biologie aus betrachtet, durchaus richtig. Wenn die Aktivierung, die auf ein biologisches Neuron einprasselt, unter einem Schwellenwert ist, dann passiert da gar nichts. Wenn die Aktivierung über den Schwellenwert geht, dann passiert was, aber
Unsere Neuronen sind auch nicht binär. Es ist nicht so, dann wird es eingeschaltet und vorher ist es ausgeschaltet, sondern wenn die Aktivierung den Schwellenwert überschreitet, dann wird eingeschaltet und von da ab ist aber die Erregung vom Neuron umso größer, je stärker der Input ist. Das heißt, über den Schwellenwert haben wir einen mehr oder weniger linearen Zusammenhang. Wenn doppelt so viel auf das Neuron einprasselt, dann schießt das Neuron auch doppelt so stark wieder raus. Unser Nervensystem funktioniert tatsächlich analog, nicht digital. Und ist verblüffend, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis jemand auf die Idee gekommen ist, dieses Prinzip ins neuronale Netz einzubauen. Und die Lösung ist die sogenannte ReLU-Funktion. Das ist die Rectified Linear Unit. Das heißt, es ist eine lineare Unit wieder, eine lineare Funktion, wir sehen es, die aber nur jenseits der Null, also nur auf der positiven Seite, ansteigt. Auf der Seite, auf der anderen Seite ist es Null. Damit bekommen wir im Unterschied zur Identitätsfunktion hier eine Nichtlinearität rein, weil wenn die Aktivierung drunter bleibt, dann ist da gar nichts. Wenn die Aktivierung drüber bleibt, haben wir die Identität. Ob das gut ist oder schlecht ist, kann man schwer vorhersagen. Ja, gefühlsmäßig würde ja eigentlich jeder sagen, schlecht, ja, weil der Nachteil dieser Identitätsfunktion ist eben, wenn in unser Neuron 1000 Inputs reinkommen, dann kann ja der Net-Input, der kann ja sehr groß werden. Ja, nochmal an, über die 1000 Inputs kommt überall im Schnitt 0,5 rein, dann haben wir eine Aktivierung von 500. Ja, der optimale Arbeitsbereich eines Neurons ist zwischen 0 und 1 oder zwischen minus 1 und plus 1. Jetzt haben wir 500, das ist also riesig. Das ist nicht gut. Kann hier passieren. Passiert auch. Ist auch manchmal schlecht, ist aber auch manchmal gut, weil wenn man eine große Aktivierung kriegt, kann es eben auch sein, dass diese starken Aktivierungen dann auch große Unterschiede im neuronalen Netz machen und tatsächlich zu einem schnelleren Training führen. Außerdem haben wir hier überall einen Gradienten von 1. Ja, die Steigung ist hier überall 1. Und egal, wo ich hier bin, auch wenn ich bei 500 bin, irgendwo ganz da hinten draußen, sehe ich immer, wo es bergab geht. Ja, es geht da runter bergab, kein Problem. Das heißt, mein Optimierer kann immer sagen, wo er hinlaufen muss. Und das ist natürlich wieder ein Vorteil. Also es hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, es hat lange gebraucht, bis jemand das endlich mal ausprobiert hat. Und hier sehen Sie aus der ursprünglichen Publikation von Van Waerdy, da müssen wir hier unten mal gucken. Ups, wann waren die? Steht hier gar nicht. Steht hier gar nicht. Doch, 2012. Ja, also das war 2012. Wie gesagt, gerade mal 8 Jahre her. Und die haben festgestellt, das ist absolut, das ist der Hammer. Ja, das trainiert irre viel schneller. Sie sehen hier oben normale Tangens-Hyperbolicus-Units und dann die ReLUs als durchgezogene Linie. Und das trainiert irre viel schneller. Und das ist tatsächlich so. Also ReLU als Aktivierungsfunktion ist im Allgemeinen viel, 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 viel schneller. Es hat Nachteile. Es kann auch sein, dass es eben dadurch, dass es nicht gedeckelt ist, numerisch instabil ist, dass das Programm mal abstürzt, weil die Zahlen so groß werden, dass es nicht mehr in den Nummernbereich reinpasst von unserer Flow 32, die wir haben und so. Aber das nehmen wir in Kauf, weil das Training tatsächlich um ein Vielfaches schneller ist. Was wäre mein Tipp? Wie mache ich, wenn ich Zeit habe? Wenn ich Zeit habe, dann nehme ich eine Sigmoide-Aktivierung, weil das einfach sauberer ist, schöner ist, stabiler ist. Wenn es zeitkritisch wird, dann nehme ich die ReLU. Ja, weil das tatsächlich, dann ist halt vielleicht ein Faktor 4 oder Faktor 5 schneller oder vielleicht auch ein Faktor 10 schneller. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ja, ob ich eine Stunde warten muss oder 5 Stunden warten muss. Das ist ein großer Unterschied. Okay. Die Funktion hat natürlich eine unschöne Sache, nämlich die hat hier einen Knick. Ein Knick heißt, die ist nicht ableitbar.
Ja, die ist nicht durchgängig ableitbar. Ich schreibe dir auch hier so mit einer Funktion hin, ja, Relu x gleich max 0x. Ich schreibe nicht hin, if x größer 0, dann x. Warum? Weil unsere automatische Ableitungsmaschine, unser automatischer Differenzierer, der kann vielleicht diese Verzweigung, diese if-then-else-Verzweigung gar nicht ableiten. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Die Funktion ist im Prinzip nicht ableitbar. Allerdings haben wir Glück, weil unser automatischer Differenzierer, den wir da im Computer drin stecken haben, Autokrat, das ist Gott sei Dank kein Mathematiker. Ja, wenn das ein kleiner Mathematiker wäre, der da im Rechner sitzt, der würde uns hier entgegenrufen, vergiss es, nicht ableitbar. Ja. Unser Autokrat ist aber eine Maschine und der kann nicht sagen, leite das ab. Das geht sogar relativ einfach. Man kann Autokrat die Ableitungsregeln nämlich frei definieren und ich kann ihm einfach eine Ableitungsregel dafür definieren. Ja, also das sowieso auch generell, wenn Sie optimieren mit Autokrat und Autokrat kann irgendwas nicht. Kein Problem, Sie können Autocad über eine Schnittstelle neue zusätzliche Ableitungsregeln geben und dann sagen Sie einfach, die Funktion max 0x, die hat folgende Ableitung. Ja, das ist entweder 0 oder 1. Ja, wenn x kleiner 0 ist, dann ist es 0, wenn x größer 0 ist, dann ist es 1. Also Sie können direkt die Implementierung der Ableitung dieser Funktion, die Sie haben wollen, die können Sie direkt Autocad angeben. Und dann benutzt Autokrat das wie eine normale Ableitungsregel und berechnet damit die Ableitung. Sie müssen nur aufpassen, dass es für jede Stelle, also für jeden möglichen Wert tatsächlich definiert ist, sonst geht es nachher nicht. Aber auf die Art und Weise können wir diese mathematische Unsauberkeit eigentlich relativ elegant und wunderbar ausbügeln und haben keinerlei Not, dass es da ein Problem gibt mit der Berechnung. Ja, dadurch, dass Autokrat erweiterbar ist und für neuronale Netze, wo die halbe Welt oder 90% der Welt Relu verwendet, da steckt das natürlich schon drin. Ja? Deshalb kann Autokrat das ableiten. Wenn Sie mal was Eigenes machen, ist es auch sehr, sehr einfach, die Ableitung davon Autokrat mitzuteilen. Gilt sowohl für das Julia-Paket als auch natürlich auch für das Python-Paket. Da geht es genauso einfach. Deshalb stört uns das eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Leute, die wollen das alles sauber haben. Und gucken wir mal weiter, genau. Und deshalb haben sich in den letzten Jahren Leute eine ganze Reihe unterschiedlicher Aktivierungsfunktionen noch ausgedacht, die eben wieder mathematisch sauber sind. Eine habe ich mal hingeschrieben, die Soft-Plus-Funktion. Ja, Sie sehen, die sieht so ähnlich aus wie die ReLU, aber ist halt eine schöne ableitbare Funktion. Es gibt auch noch die ELU-Funktion und eine ganze Reihe weiterer, die im Prinzip das gleiche Verhalten zeigen wie die ReLU, aber saubere Funktionen sind, die ableitbar sind. Manchen Leuten ist es sehr wichtig. Wie gesagt, tatsächlich in der Praxis spielt es keine große Rolle, weil Autokrat mit ReLU sehr gut umgehen kann. Und deshalb stört es uns nicht, dass das Ding tatsächlich nicht wirklich ableitbar ist. Wir können es trotzdem. Gut, was haben wir noch? Ah, ja. Ganz wichtige Aktivierungsfunktion, die ein bisschen anders funktioniert als die anderen, aber die Sie in fast jedem neuronalen Netz, das Sie so in die Hand, das Sie programmieren werden, benutzen werden, ist die sogenannte Softmax-Funktion. Die Softmax-Funktion unterscheidet sich von dem, was wir bisher gehabt haben, dadurch, dass die Softmax-Funktion nicht nur den Input von einem Neuron nimmt und modifiziert, sondern die Softmax-Funktion, die berechnet eine Aktivierung über alle Neuronen. Die normalisiert die Aktivierung von allen Neuronen einer Schicht, und zwar mit dieser Formel hier, e hoch x durch Summe über alle Neurone j hier, ja, e hoch x und wenn Sie stellen, was dabei rauskommt, wenn ich jedes Einzelne durch die Summe von allen dividiere, dann kommt am Ende hier raus, dass die Summe über alle Aktivierungen in einer Schicht 1 ist. Das heißt, man nimmt diese Softmax-Aktivierung ganz gern in der letzten Schicht
und weiß dann, die Summe über alle ist 1. Und schon da denkt man sich, ah, das könnte ich ja vielleicht als sowas wie eine Wahrscheinlichkeit interpretieren. Ja, wenn der eine 0,8 hat und der andere 0,1 und alle anderen den Rest bis auf 1, dann kann ich ja quasi sagen, ah, da habe ich 80% Wahrscheinlichkeit, dass es der mit 0,8 ist. Ja, zum Beispiel. Darf ich das? Tatsächlich muss man sagen, das darf man so sagen. Der Softmax gibt uns eine Maximum Likelihood Estimation, das ist ein Maximum Likelihood Schätzer, der tatsächlich sowas wie Wahrscheinlichkeiten ausspuckt. Was steckt da dahinter? Da habe ich ein Gedankenexperiment für Sie. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, Sie sehen hier die grünen und die roten Wolken. Das ist so gedacht. Nehmen wir mal an, Sie nehmen, ich mache es jetzt nicht, weil ich hier keine Sauerei haben will, aber Sie nehmen eine Handvoll Reiskörner in die Hand und jetzt werfen Sie die hier auf den Boden. Ja, das ist der grüne Haufen Reis, der jetzt hier auf dem Boden verteilt liegt. Jetzt nehme ich eine zweite Handvoll Reis und werfe die hier auf den Boden. Ja, das sind die roten Körner, die da verteilt sind. Ich glaube, ich habe auf der nächsten Folie eben, ja, das sind die Reiskörner, ja. Wenn die hier auf dem Boden liegen, da sehe ich nicht mehr, was war jetzt von der Hand und was war von der Hand. Also was waren die grünen, was waren die roten, weil die sehen alle gleich aus. So, und jetzt ist die Frage, das Reiskorn, das hier liegt, zum Beispiel das da, ja, stammt es jetzt aus der Hand mit den roten oder stammt es aus der Hand mit den grünen? Ja, wahrscheinlich stammt es aus der, aber es kann durchaus sein, dass eins von dem Haufen hier auch bis darüber gefallen ist. Ja, das ist also, Und jetzt kann man mal hergehen und kann das ausrechnen. Das ist tatsächlich nichts anderes als die aus der Statistik eine Gaußsche Diskriminanzanalyse. Und wenn man das ausrechnen will, dann nimmt man die Formel da unten, ja, die hier, und sagt und misst die Abstände. Wie weit ist denn mein Körnchen vom Roten weg? Und wie weit ist es vom Grünen weg? Und dann kann ich für Grün habe ich unten mal geschrieben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Reiskorn hier vom Grünen kommt? Das ist E hoch minus der Abstand zum Grün durch die Summe E hoch minus die Summe von allen E hoch minus der Abstände. Also E hoch minus der Abstand zum Roten, E hoch minus der Abstand zum Grünen da zusammengezählt und das geteilt. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Körnchen vom grünen Haufen kommt. Und vom roten geht es genauso. Ja? Und wenn ich mehr als zwei Häufen habe, kein Problem, dann habe ich halt mehr als zwei und muss unten durch mehr als zwei zusammenzählen. Und so kann ich immer tatsächlich berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Reiskorn aus dem entsprechenden Haufen stammt. Und genau das nutze ich jetzt für mein neuronales Netz. Das heißt, ich interpretiere den Output auf den Output-Neuronen meines neuronalen Netzes quasi als diese Abstände und stecke das in die lineare Gaußsche Diskriminanzanalyse und bekomme deshalb so eine Art Wahrscheinlichkeit raus und kann dann tatsächlich sogar mit Recht sagen, wenn der Softmax-skalierte Wert Output des dritten Output-Neurons 0,8 ist, dann ist es so eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass mein Muster, das ich oben hatte, tatsächlich dazugehört. Das sind natürlich, wie immer in der Statistik, Bedingungen dabei, die erfüllt sein müssen. Ja? Es müssen überall die gleichen Standardabweichungen sein, es müssen alles wirklich Normalverteilungen sein. Ja? Wenn ich das so auf den Boden werfe, gibt es eine Normalverteilung. Ob das in meinem neuronalen Netz die Outputs eine Normalverteilung ergeben, wenn Sie immer schöne sigmoide Aktivierung haben, schon. Wenn Sie andere Aktivierungsfunktionen haben, nicht mehr. Das heißt, also die Bedingungen für die Statistik sind eigentlich nicht gegeben. Deshalb, ja, es sind nicht wirklich Wahrscheinlichkeiten. Aber es ist ein Likelihood-Schätzer, den man zumindest verwenden kann und das ist nicht ganz falsch. Ein Unterschied ist Ihnen vielleicht aufgefallen, nämlich das Vorzeichen. Ja, hier steht ein Minus und ja, hier auf unserer Softmax-Funktion steht kein Minus. Der Grund ist ganz einfach. Hier messen wir Abstände. Das heißt, wenn der Abstand zum Grünen klein ist,
dann ist es gut. Dann ist es eher ein grünes. Wenn der Abstand zu grün groß ist, dann wird es immer weniger eher ein grünes. Bei unserem neuronalen Netz ist es andersrum. Ja, wenn ein Output-Neuron hier einen großen Wert hat, dann soll es das sein. Deshalb nehmen wir da das Reziproke davon. Und Reziprok heißt immer, wir müssen im Exponenten des Vorzeichen wechseln. Ja, deshalb hat die richtige gaussische Diskriminanzanalyse, die hat da oben das Minus stehen. Und unser Softmax-Klassifizierer, der hat da oben kein Minus stehen, weil wir eben nicht mit Abständen rechnen, sondern wir sagen, je größer der Wert ist, desto besser. Aber im Prinzip ist es tatsächlich genau das Gleiche. Ja, also eigentlich ist nicht nur irgendwas gerechnet, dass es eine schöne Zahl gibt, sondern das gibt tatsächlich eine mathematische Rechtfertigung dafür, sowas zu machen und das dann als Wahrscheinlichkeit auch zu interpretieren. Gut. Das waren die Aktivierungsfunktion. Ja, ich habe nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil es ja doch eine ganze Menge waren, dass Sie es nochmal sehen. Da steht nochmal die Formel da unten. Ja, also lineare Sigmoide. Merken Sie sich vielleicht auch, damit Sie der Welt zeigen können, dass Sie wirklich ein echter Machine Learning-Experte sind, merken Sie sich auch, dass die Sigmoide-Aktivierung die logistische Funktion ist. Ja? Dass es nicht einfach Sigmoid ist, sondern das ist die logistische Funktion. Sigmoid ist eigentlich ein Überbegriff über alle Funktionen, die irgendwie so aussehen. Also auch das Softsein ist auch eine sigmoide Funktion. In den Frameworks heißt meistens die Logistikfunktion einfach Sigmoid. Ja, dann den Tangens-Hyperbolicus und auch die sigmoide Funktion können wir ein bisschen tunen mit Jan LeCuns Magie. Dann wird es ein bisschen besser. Und wir nehmen aber heute ganz oft die Redu, weil das einfach schneller ist. Ja? Mathematisch knifflig, schwieriger, fliegt uns manchmal um die Ohren. Aber wenn es einfach nur um pure Performance geht, dann nimmt man halt die Redu, weil das geht schneller. Und was es eben heute auch eine ganze Reihe gibt, so Redu-ähnliche Funktionen, deren Motivation primär tatsächlich ist, wir wollen mathematisch korrekte Sachen machen. Wir wollen, dass unser neuronales Netz wirklich mathematisch korrekt ist und deshalb ableitbare, komplett differenzierbare Funktionen verwenden. In der Praxis ist es tatsächlich nicht nötig. In der Praxis kann man tatsächlich mit der etwas unsauberen Redu sehr gut arbeiten. Ja, funktioniert sehr gut. Und ist auch natürlich, dass nur linear ist, performanter im Rechnen als irgendwelche komplizierten Funktionen, die dann nur ein bisschen so aussehen wie die Regel. Und die Softmax nicht vergessen, die Softmax, die uns einen Likelihood-Schätzer gibt für die Klassenzugehörigkeiten in unserer letzten Schicht unten, in unserer Output-Schicht. So, in der Abfolge unserer kleinen Tricks, die wir uns heute alle anschauen werden, kommt jetzt das nächste Thema. Das nächste Thema heißt Mini-Batch. Was damit gemeint ist, ist relativ einfach. Wir haben bisher in der Vorlesung hauptsächlich eher kleine neuronale Netze gebaut und da war es kein Problem, für jedes Training einfach den kompletten Datensatz, ich habe es hier mal so mit so Farben angedeutet, ja, den kompletten Datensatz in einen Tensor zu packen, den durch das neuronale Netz zu schieben und dann zu vergleichen. Und dann den Output zu vergleichen mit dem Teaching Input, also mit den Y-Werten. Wenn wir allerdings Deep Learning machen, da geht das nicht mehr so leicht, weil wir im Deep Learning große Datensätze haben. Ja, wir haben vielleicht 1 Million Daten da, vielleicht haben wir auch 10 Millionen Daten. Und die 10 Millionen Daten, die können wir nicht mehr auf einmal in einen Tensor packen, selbst wenn der Speicher reicht. Nutzt uns das nichts mehr, weil keine Hardware der Welt das tatsächlich auf einmal verdauen kann. Das heißt, da müssen wir das anders machen. Und was man macht, liegt natürlich wieder auf der Hand. Das ist tatsächlich ein No-Brainer. Man macht stattdessen sogenannte Mini-Batches. Könnt ihr auch sagen, einfach Batches. Es hat sich der Begriff Mini-Batch aber eingebürgert dafür. Das heißt, wir spalten einfach unseren Datensatz in kleine Schnipsel auf. Wir spalten sie nicht auf in einzelne. Das wäre zu ungünstig,
sondern wir spalten sie auf eben in solche Batches und schieben die jeweils einzeln durch das neuronale Netz. Und am Ende jeder Mini-Batch nehmen wir den aufaddierten oder gemittelten Gradienten für die ganze Mini-Batch und trainieren damit das neuronale Netz. Das heißt, es wird nicht pro Muster trainiert, es wird auch nicht trainiert für den ganzen Datensatz, sondern es wird Mini-Batch-weise trainiert. Das hat ein paar Implikationen. Nachher, wenn es um die Optimierer geht, wird man darüber noch eine ganze Menge reden. Hier nehmen Sie es einmal so hin. So funktioniert das. Ja? Und das ist eigentlich schon alles. Man muss sich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man das implementiert, das Erzeugen der Mini-Batches. Am besten macht man das nicht statisch, also man macht es nicht so, dass man die Daten richtig als Tensor oder als Matrix da liegen hat, dann hier viele Einzelmatrizen draus macht, sondern wenn man es elegant machen will, dann baut man sich ein Generatorobjekt oder ein Iteratorobjekt, das jeweils, wenn das neuronale Netz die nächste Mini-Batch will, diese Mini-Batch erzeugt und die rausgibt. Damit ist man viel, viel flexibler, weil auch Mini-Batches muss man nämlich optimieren. Es gibt eine ganze, wie gesagt, bei den Optimierern werde ich darüber reden, wie man mit Hilfe der Mini-Batches das neuronale Netz auch optimieren kann. Und das geht nur, wenn man dynamische Mini-Batches hat, nicht wenn man die fix und statisch vorbereitet hat. Da gibt es ein anderes Tutorial dazu, ein Videotutorial dazu, das Sie auch haben, ja, wie man Mini-Batches dynamisch erzeugen kann. Was ich hier jetzt noch habe, ist, ich bin mal hergegangen für Sie und habe mich auf der Yamata eingeloggt. Das ist unser GPU-Server hier, ein Bild von das ein japanischer Drache, die Yamata. Habe auf der Yamata hier in einem Jupyter Notebook einfach ganz knapp zusammengequetscht unser neuronales Netz genommen, das wir in der Vorlesung schon programmiert haben, und habe dann mal versucht, das zu trainieren für eine Epoche, also einmal alle Daten mit unterschiedlicher Mini-Batch-Größe. Und das schauen wir uns jetzt mal an, damit Sie sehen, was da passiert, wenn man mit unterschiedlicher Mini-Batch-Größe sowas macht. Ich gehe mal zum Rechner. Gut, dann machen wir mal unsere Performance-Tests. Ich habe mich hier mal auf der Yamata eingeloggt, unser Server, auf dem die großen modernen GPUs auch drauf sind, und definiere mir hier unser Multilayer-Perzeptron so wie immer. Ich erlaube mir hier möglichst viel an Helferlein-Funktionen dazuzuladen aus Paketen, die es schon gibt. Ich weiß ja jetzt, dass ich alles selber machen kann, dann muss ich es ja auch nicht immer machen. Dann hole ich mir den MNIST-Datensatz dazu. 60.000 Bilder von Ziffern 0 bis 9, einfach nur, dass wir was zum Spielen haben. Und hier kommt die Definition von unserem Multilayer-Perzeptron. So wie wir es immer machen, bisschen mit diesen Helferlein-Funktionen und ganz, ganz eng zusammengequetscht. Ja, ist nicht mehr schön, wie es da steht, aber damit es hier auf den einen Bildschirm drauf passt, sei es mal erlaubt, das erlaubt, das ganz eng zu machen. Ich habe als Aktivierungsfunktion ReLU genommen, damit das Ganze auch halbwegs fix geht. Dann kommt die Definition unseres Chains, also mit dem Typ MLP mache ich das. Hier etwas Besonderes, ich rufe die Flat-Funktion vorher auf, weil Flat ist nötig, weil unser Datensatz aus Matrizen besteht, beziehungsweise sogar aus dreidimensionalen Tensoren besteht für die Bildchen. Und wir brauchen aber ja eindimensionale Vektoren für unser MLP. Und die Flat-Funktion ruft hier Mat auf. Und Mat ist einfach eine ganz clevere Helferlein-Funktion, die uns einen beliebig dimensionalen Tensor zusammenfaltet auf eine zweidimensionale Matrix. Also da werden alle Dimensionen werden auseinandergedröselt und immer untereinander gehängt. Nur die letzte bleibt erhalten. Das heißt, wir haben, egal wie viele Dimensionen wir vorher im Tensor hatten, haben wir nachher eine Matrix, die spaltenweise alle Werte enthält, die zu einem Input-Pattern gehören, egal wie das vorher organisiert war. Davon kann ich ausgehen, die letzte bleibt erhalten, deshalb kann ich einfach nur Mat sagen und weiß, das wird richtig.
Also, und dann kommt unser MRP. Das ist hier relativ groß geraten, weil ich will ja Zeiten messen können hier. Wenn man tatsächlich klassifizieren würde, würde man vielleicht das MRP ein bisschen kleiner machen. Ja, also nageln Sie mich jetzt nicht darauf fest, dass das vielleicht zu groß ist. Ich will ja hier auch Zeiten messen können. Wenn das MRP zu optimiert ist, messen wir keine Laufzeiten mehr. Dann macht es auch keinen Spaß. Also dann schaue ich mir mal hier an, ob das mit den Mini-Batches funktioniert. Für die Mini-Batches habe ich auch eine Helferlein-Funktion aus dem Knet-Paket genommen. Die Mini-Batch-Funktion dort, die wird gefüttert mit den X-Daten, den Y-Daten, also den Teaching-Input. Dann der Mini-Batch-Größe, die habe ich jetzt mal auf 1 gesetzt. Und Sie sehen, was rauskommt. Da kommt so ein Tupel raus. Das besteht aus den Trainingsdaten der Größe 28 mal 28 mal 1 mal 1, jetzt ein vierdimensionaler Tensor. Und das ist der Teaching-Input. Ja? Wenn ich hier die Mini-Batch-Size auf 16 will, dann sehen Sie, ich habe hier in der letzten Dimension die 16 und ich habe hier 16 mal den Teaching Input. Also, das passt. Gut, jetzt können wir loslegen. Ich mache mir hier die Mini-Batches wieder neu, damit ich. Die fehlt hier, ja. Eins wollte ich die machen, ja. Und genau, damit ich die jedes Mal ändern kann. Und. Habe dann überhaupt keine Train-Funktion, sondern ich rufe einfach meinen Optimierer im Iterator auf. Der Iterator Progress ruft den Optimierer so oft auf, bis er leer ist, also bis keine Mini-Batches mehr da sind. Und MRP-Net stimmt, genau. Jetzt probieren wir das mal mit Mini-Batch-Größe 1. Hier habe ich die 1 hingeschrieben. Und Sie sehen, am Output, wir haben 60.000 Iterationen insgesamt zu machen. Die GPU schafft etwa 1000 pro Sekunde. Das heißt, wir brauchen etwa 60 Sekunden, etwa eine Minute, um fertig zu werden. Das sehen wir hier auch. Ja, er gibt uns eine Minute an. Die müssen wir jetzt eben mal abwarten, bis das durch ist. Ich kann mal neben dran hier. Auf die GPU schauen und sehe, wir brauchen gerade 7 GB Speicher in der GPU und die ist mit 13% belastet. So, also wir haben so knapp 1971 Mini-Batches, die wir pro Sekunde geschafft haben. Wir probieren das jetzt mal mit Mini-Batch-Größe 4. Mal sehen, wie lange er da braucht. Ja, Sie sehen, es kommen auch etwa die 1000 pro Sekunde dabei raus. Aber ich brauche jetzt keine 60.000 mehr, sondern nur noch 15.000. Das heißt, insgesamt komme ich auch statt mit einer Minute mit 16 Sekunden hin. Und wir haben 966, ich schreibe mir die Zahlen mal auf, 966 Mini-Batches pro Sekunde. Also wir sehen schon, die 4 schafft die Hardware tatsächlich genau gleich schnell wie die einzelnen. Ja? Es wäre also dumm, einzeln zu rechnen, wenn man mit der gleichen Zeit auch 4 schaffen kann. Gehen wir mal gleich auf 16. Und Sie sehen, wir kommen wieder auf die etwa 1000, haben jetzt nur 3750 zu machen. Können wir das weiter treiben? Probieren wir doch mal 64. Oha, ja. Jetzt haben wir nur noch 1000 Mini-Batches drin und rennen immer noch mit fast 1000 Mini-Batches pro Sekunde, das heißt, jetzt haben wir nur eine Sekunde. Wir haben also tatsächlich mit Faktor 64 unser Training beschleunigen können. Geht das auch noch mit 512? Ein Versuch ist es wert. Ja, es geht noch. Ja.
Ich kann es nicht mehr messen hier, weil es gar keine 1000 Mini-Batches mehr sind, sondern nur 100 Mini-Batches. Aber Sie sehen, es ist weniger als eine Sekunde. Was wir probieren können, ist, ich gehe mal auf 10 Epochen und dann gucken wir mal, ob wir dann ein bisschen mehr messen können. Ja, jetzt sehen Sie 3 Sekunden für 10 Epochen, 500. Bei 512. Das heißt, es ist jetzt etwas langsamer geworden, aber trotzdem noch schneller als vorher. Also gehen wir mal auf 1024. Auch 10 Epochen. Los geht's. 2 Sekunden. Ja, wir haben jetzt nur bei 1024 nur noch 292, nur noch 300 pro Sekunde. Ich kann es nochmal probieren. Okay. Also Sie sehen, es sind weniger pro Sekunde. Das liegt jetzt dran, weil jetzt die Hardware damit nicht mehr so richtig klarkommt. Ja, das ist zu viel für die Hardware. Aber dennoch schaffen wir jetzt 10 Epochen, also 600.000 Patterns in 2 Sekunden. Und mit Einzelberechnung, mit Einzelvektoren, Sie erinnern sich, da haben wir für die 60.000 eine ganze Minute gebraucht. Also, Mini-Batches, die bringen uns unglaublich viel, diese Tensorarithmetik, die bringt uns unglaublich viel, die bringt uns wirklich Performance-Steigerung hier, Faktor bis zu 1000, ja, was wir jetzt hier gesehen haben, vom normalen Arbeiten auf die Mini-Batches. Also der wichtigste Grund, warum wir mit Mini-Batches arbeiten, ist tatsächlich die Geschwindigkeit. So, da bin ich wieder. Also, Sie haben gesehen, Mini-Batches haben einen riesen Einfluss auf die Performance und sind tatsächlich der Schlüssel, um neuronale Netze schnell zu machen. Ja, nicht einfach irgendwas hinschreiben und dann ist es das, sondern an der Mini-Batch können Sie unglaublich viel rausholen. Genau, ein letztes Wort noch zu Mini-Batches. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten aus einem ganzen großen Datensatz, die Mini-Batches zu bauen. Da können Sie machen, wie Sie wollen. Ja, ich gehe gar nicht groß drauf ein, drei kurze Folien gemacht. Die meisten Leute machen es einfach so, dass sie einfach teilen. Ich nehme die ersten 100, die zweiten 100, die dritten 100 und so weiter. Kein Problem. Wichtig ist, dass es nicht sortiert ist. Ja, also wenn Ihre Daten sortiert sind, dann ist es eh schlecht. Ja, wenn Sie eine Mini-Batch haben, die nur, nehmen wir MNIST-Datensatz, die nur die 1 enthält und eine Mini-Batch haben, die nur die 2 enthält, das ist natürlich ganz schlecht, weil dann lernt Ihr Netz bei der ersten Mini-Batch nur die 1 und bei der zweiten Mini-Batch nur die 2. Das Dumme ist, dabei verlernt es die 1 natürlich wieder. Also das ist schlecht, es muss immer schön durchmischt sein. Ja. Das kann man aber vorher machen. Ja. Wenn es vorher durchmischt ist, können Sie es einfach so machen, das ist gut. Ich mache es ganz gern so, wenn ich Mini-Batches machen will, nehme ich nicht die ersten 100, die zweiten 100, sondern ich mache das mit einer Step Size von einem Range-Objekt, dass ich einfach sage, gib mir jedes Hundertste oder hier gib mir jedes Vierte. Ja? Wenn ich Mini-Batch Size 4 habe, wenn ich sage, ich will 4 Mini-Batches haben, dann sage ich einfach, gib mir das Erste, das Fünfte, das Neunte und so weiter. Also immer jedes vierte Element. Und dann für die zweite Mini-Batch nehme ich auch jedes vierte Element. Ich fange aber eben bei der zweiten an. Ja, beim zweiten an. Und wenn ich die dritte habe, fange ich beim dritten an. Auf die Art und Weise kann ich immer durchgehen und bekomme immer die richtigen Mini-Batches. Ich finde es ist einfacher zu implementieren als das erste. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich das so mache. Ja. Ist einfacher und mehr straightforward. Aber wie gesagt, ist egal. Was man manchmal überlegen sollte, ist, ob man nicht vielleicht die Mini-Batches überhaupt nicht systematisch macht. Ja, geht natürlich auch. Wenn Sie, sagen wir mal, 100.000 Records haben und Sie brauchen Mini-Batches der Größe 128, dann könnte man ja hergehen und sagen, okay, ich will eine Mini-Batch, wähle mir einfach zufällig 128 aus. Das ist die erste Mini-Batch. Du bist doch eine Mini-Batch, wähle wieder zufällig 128 aus. Ja, jedes Mal einfach zufällig ausgewählt. Hat den Nachteil,
dass es vielleicht einzelne Muster gibt, die am Ende gar nie drin waren, weil man die nie ausgewählt hat. Hat aber den Vorteil, dass man garantiert keine Systematik mehr drin hat. Ja, also wenn Sie Daten haben, bei denen die Gefahr besteht, dass irgendwo ein Bias drin sein könnte, weil die in irgendeiner Form systematisch sind, dann kann es durchaus sinnvoll sein, das so zu machen. Und letzten Endes, wenn eins dann am Ende nicht dabei ist, so what, dann ist eins halt mal nicht dabei. Deshalb muss das neuronale Netz trotzdem lernen. Also sieht man relativ selten, ist aber eigentlich eine sehr, sehr clevere Sache, zufällig ausgewählte Mini-Batches zu bauen. Und auch wieder, ist natürlich ganz billig und einfach zu implementieren, weil man gar nicht bedenken muss. Man sammelt einfach aus dem gesamten Set die raus, die man so viel raus, wie man braucht und fertig und macht es jedes Mal. Ja, also ist tatsächlich sogar noch einfacher, ist die einfachste Möglichkeit und ziemlich clever. Wieder bei der Optimierung wird man sehen, da kann sowas nämlich durchaus was bringen. Ja, hier habe ich auch noch eine Zusammenfassung, die können wir uns, glaube ich, schenken und gleich weitermachen. Ein Wort muss ich Ihnen noch sagen zum Thema Initialisierung. Und zwar müssen wir ja mit irgendwelchen Werten anfangen für unsere ganzen Gewichte und für unsere Biase. Sie haben gesehen, die Biase initialisieren wir normalerweise mit 0, weil man einfach davon ausgeht, das wird schon um 0 rum irgendwie alles passieren. Dann ist 0 nicht ganz falsch. Bei den Gewichten müssen wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen. Was ist da los? Warum? Also zunächst mal, eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten zu initialisieren. Entweder wir nehmen eine uniform Verteilung, also Zufallszahlen gleich verteilt, zum Beispiel zwischen 0 und 1, dass einfach jede Zahl gleich wahrscheinlich ist, jeder Wert gleich wahrscheinlich ist. Oder wir nehmen eine Normalverteilung. Das heißt, dann würde man im Normalfall eine Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 einfach nehmen. Ja, das sollte sich so arg eigentlich nicht unterscheiden. Aber schauen wir mal, was da passiert, wenn wir so initialisieren. Also, der First Guess, einfach damit wir einfach denken können, die Überlegungen gelten nachher für alle anderen Fälle auch. Der First Guess ist, wir initialisieren mit einer Gleichverteilung, mit Uniform zwischen 0 und 1. Ja. Dann haben wir zwei, in dem unserem Mini-neuronalen Netz hier, zwei Neuronen, die jeweils ein Gewicht bekommen, das irgendwie zwischen 0 und 1 liegt. Im Mittel sind es 0,5. Ja. Die Aktivierung da oben, die liegt auch zwischen 0 und 1. Das heißt, auch im Mittel 0,5. Heißt, von jeder Seite, über jedes Axon, kommt im Mittel einen Wert von 0,5 mal 0,5. Aktivierung mal Gewicht ist 0,25. Das heißt, wir haben dann hier eine Aktivierung von 0,25 auf der linken Seite, 0,25 auf der rechten Seite und also 0,5. Ja, das ist doch gut. Ja, das ist etwa so, wie wir uns das alles vorstellen. Bis dahin kein Problem. Jetzt machen wir das Ding mal ein bisschen größer, ein bisschen realistischer. Ich habe hier 10 Neuronen, die da reinkommen. Ich initialisiere wieder gleich. Das heißt, jedes Gewicht hat hier im Mittel 0,5. Ich bekomme wieder über jede Verbindung im Schnitt 0,25 rein. Das heißt, bei 10 ist mein Net-Input hier schon 10 mal 0,25 ist 2,5. Das ist schon eigentlich ein bisschen viel. Ja, wenn Sie an die Logistikfunktion denken, bei 2,5, da ist die schon in der Sättigung da oben drin. Wir wollen eigentlich einen Arbeitsbereich zwischen minus 1 und plus 1 haben und nicht 2,5. Aber ja, es ist gerade noch so, ja, kann man vielleicht noch damit leben, ja, ist gerade noch so möglich. Aber das ist ja nicht das, was wir tatsächlich bauen. Wir bauen ja irgendwas mit 1000 Neuronen. Wie sieht es da aus? Tja. Jetzt kommt 1000 mal 0,25 rein. Das heißt, wir haben hier unseren Net-Input von 250. Ja, Net-Input von 250, das ist definitiv zu viel. Wir wollen zwischen 0 und 1 haben oder zwischen minus 1 und plus 1. 250 ist definitiv zu viel. Also, was tun? Eigentlich ist es ganz einfach. Je mehr von da oben reinkommt,
desto kleiner müssen natürlich die Inputs von jedem einzelnen Axon sein. Das heißt, je mehr von da oben reinkommt, desto weniger. Wir müssen also dadurch teilen. Ja, und wenn man sich das ausrechnet, dann kommt man relativ schnell drauf, dass man nicht durch die Zahl der Inputs teilt, sondern durch die Wurzel. Ja, das ist der optimale Weg. Das heißt, eine schöne Initialisierung sieht so aus: Wir nehmen wieder unsere Zufallszahl. Zunächst mal egal, ob wir normal verteilte oder einfach gleich verteilte Zahlen nehmen. Und wir teilen aber für jedes Gewicht diesen Zufallswert durch Wurzel aus Fan-In. Ja, also wenn hier ein Fan-In von 1000 ist, dann nehmen wir da nur ein Tausendstel davon. Was haben wir davon? Ja, dann werden unsere Werte wieder klein gerechnet und wir bekommen hier einen Net-Input für unser Neuron, das wieder in dem Arbeitsbereich ist, da wo es sein soll. Ja? Also das ist eigentlich die ganze Magie dahinter. Fast. Es geht noch ein Stück weiter und zwar, das ist relativ wichtig. Ja, man hat irgendwann mal festgestellt, wenn ein neuronales Netz ungünstig initialisiert ist, wenn die Werte für die Gewichte nicht günstig sind, dann kann es sein, es trainiert überhaupt nicht. Ja, oder es trainiert eine falsche Stelle. Es bleibt irgendwo hängen in ein falsches Fehlerminimum, das aber nicht gut genug für uns ist und trainiert von dort aus dann nicht mehr weiter. Das heißt, die Initialisierung hat tatsächlich einen entscheidenden Einfluss darauf, ob unser neuronales Netz tatsächlich auch zu einem guten neuronalen Netz trainiert, ob es alles das lernen kann, so wie wir das gerne haben wollen. Und deshalb haben sich Leute viel Gedanken darüber gemacht, wie man besser initialisieren kann, vielleicht auch noch besser initialisieren als so. Die bekannteste Variante, die es zurzeit gibt, ist die sogenannte Xavier-Initialisierung. Die ist bei vielen Frameworks der Standard. Die haben mal ausgerechnet, wie müsste ich denn die Gewichte, wie groß müssten denn meine Gewichte sein, damit ich auch über viele Stufen im neuronalen Netz immer so ideale Gradienten und ideale Aktivierungen habe, dass das alles so ungefähr hinkommt. Und die haben gezeigt, die absolut ideale Version, die absolut ideale Form ist, wenn wir nicht nur durch Fan-In teilen, sondern wenn wir auch noch durch Fan-Out teilen. Ist nicht so ganz logisch im ersten Moment, aber glauben Sie mir es einfach, ich möchte es nicht nachrechnen, man kann es sehr relativ einfach sogar zeigen, dass es so ist. Also die ideale Initialisierung für ein neuronales Netz, das wohlgemerkt logistische Aktivierung hat, ja, die haben das 2010, da gab es noch kein ReLU, ausgerechnet für logistische Aktivierung oder Tangens-Hyperbolicus-Aktivierung. Die ist, man nimmt eine Gleichverteilung, keine Normalverteilung, zum Beispiel zwischen 0 und 1 oder zwischen minus 1 und plus 1, und skaliert das dann mit dem etwas komischen Wert hier Wurzel 6 durch Wurzel aus Fan-In mal Wurzel aus Fan-Out. Ja, ist nicht weiter schwer. Nennt sich die Xavier-Initialisierung und ist tatsächlich bei den Initialisierern, die heute in den Frameworks drin sind, meistens der Standard. Das ist so etabliert und es zeigt sich tatsächlich, wenn man so initialisiert, dann trainieren die neuronalen Netze ein bisschen schneller, ein bisschen besser, sie machen weniger Probleme, dass sie vielleicht hängen bleiben oder gar nicht trainieren. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Allerdings haben wir mittlerweile ReLU. Und da hat man herausgefunden, dass für ReLU-Aktivierung, da ist es gar nicht mehr so optimal hier, weil da die Gradienten sich eben wieder anders berechnen. Da geht ja in die Gradientenfunktion, geht ja die Aktivierungsfunktion immer mit rein. Also wenn Sie ReLU haben, dann ist das nicht mehr ganz so gut. Und da haben auch vor ein paar Jahren ein paar Leute, nämlich der Xiaomin He vor allem, sich Gedanken darüber gemacht. Und das ist die sogenannte He Initialisierung oder Keimin-Initialisierung. Die geht ein bisschen anders. Ist der Skalierungsfaktor Wurzel 2 durch Fan-In, also nicht mehr der Fan-Out. Und man nimmt als Input aber hier eine Normalverteilung, also nicht mehr eine Gleichverteilung, sondern eine Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Varianz 1.
Das ist tatsächlich für Renu neuronale Netze ein ganzes Stück besser als die Xavier-Verteilung. Also da bitte drauf achten, wie gesagt, weil bei den meisten Frameworks die Xavier-Initialisierung der Standard ist. Aber wenn Sie Relus benutzen, dann ist das besser. Und es ist nicht teuer, weil die Funktionen gibt es überall. Ja, und wenn es sie nicht gibt, dann schreibt man sie sich einmal selber, ist auch kein Problem. Ja, also da muss man nicht sparen, indem man die einfache Initialisierung benutzt und damit vielleicht was verschenkt. Also Initialisierung nicht vergessen. Da muss man sich auch Gedanken drüber machen, muss man auch dran denken und das macht was aus. Hier auch noch mal eine kurze Zusammenfassung, wobei das kaum nötig ist. Ja, es gibt die Uniform, also die Gleichverteilung als Initialisierung, die Normalverteilung. Und ansonsten müssen Sie eben darauf achten, ob Sie Logistik oder Relu haben. Und dann nehmen Sie entweder Xavier oder Kanin. Und dann passt das. Sie sehen, es gibt tatsächlich eine ganze Menge so kleine Themen, die ich Ihnen noch schuldig geblieben bin, durch die wir jetzt einfach durchgehen müssen. Das nächste ist die Normalisierung. Das heißt, wie stecken wir denn die Daten rein ins neuronale Netz? Ja, wir haben jetzt uns Gedanken gemacht über die Größe der Gewichte, wie wir die initialisieren. Aber ein ganz kurzes Wort möchte ich auch darüber verlieren, wie man die Daten eigentlich reinsteckt ins neuronale Netz. Und da heißt das Thema eben Normalisierung. Im Prinzip ist es mit dieser Folie hier schon getan. Ja? Arbeitsbereich von unserem neuronalen Netz ist irgendwo zwischen 0 und 1, beziehungsweise zwischen minus 1 und plus 1, also 0 und Betrag 1. Und wenn unsere Daten irgendwie so vorliegen, kein Problem, dann nehmen wir, wie sie sind. Wenn unsere Daten einen größeren Wertebereich haben, dann müssen wir sie halt irgendwie umkodieren, zusammen stauchen, dass die in den Bereich zwischen 0 und 1 reinpassen. Da machen wir im Praktikum noch ein paar, mehrere Übungen dazu, weil das ist gar nicht ganz so unwichtig. Man kann das linear machen, dass man die einfach, wenn die 1000 zu groß sind, teilt man sie halt durch 1000. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, das auch irgendwie nicht linear zu machen oder irgendwo zu kappen, zu sagen, alles was größer als 100 ist, wird 1 und noch dazwischen wird irgendwie skaliert irgendwie. Also da kann man viel drehen an den Daten über die Codierung, wie man die runter skaliert. Und das ist durchaus nicht unwichtig. Das kann erfolgskritisch fürs neuronale Netz sein, dass die Skalierung richtig gemacht wird, die Normalisierung richtig gemacht wird. Also möglich sind generell eben, ich quetsche sie zwischen 0 und 1 oder ich quetsche sie zwischen minus 1 und plus 1 oder was man eigentlich meistens macht, bei der Normalisierung, da kommt auch das Wort her, das ist die sogenannte Z-Score-Skalierung. Das heißt, wir transformieren die Daten so, dass sie nach der Transformation einen Mittelwert von 0 haben und eine Standardabweichung von 1. Ja, wie macht man das? Ja, billig. Ich berechne von meinen Daten Mittelwert und Standardabweichung, dann ziehe ich den Mittelwert ab von jedem einzelnen Wert und teile den Rest, was übrig bleibt, durch die Standardabweichung und dann werden die genau normalisiert, die Daten. Das ist meistens tatsächlich das Ideale. Die einzigste Ausnahme, wo es nicht ideal ist, ist, wenn man irgendwie nicht linear das Ganze machen sollte. Wichtig, da unten habe ich es hingeschrieben, Predikt nicht vergessen. Also, wenn Sie neuronales Netz haben, das irgendwie einen analogen Wert als Input bekommt, also einen Wert zwischen 0 und 5000 oder sowas, und soll auch einen Wert vorhersagen zwischen 0 und 5000, dann brauchen Sie eine Prädiktfunktion, die Ihre skalierten Werte wieder aufbläht. Ja, weil Sie müssen natürlich nicht nur den Input skalieren, Sie müssen auch den Teaching-Input skalieren. Es macht wenig Sinn, ein neuronales Netz so zu trainieren, dass der Output einen Wertebereich zwischen 0 und 5000 hat, sondern den skalieren Sie natürlich auch runter und das müssen Sie in der Prädiktfunktion wieder korrigieren, sodass es wieder stimmt. Ja, eleganterweise macht man das so, dass man sich eben eine Prädiktfunktion schreibt, die die Skalierung macht und die Skalierung auch wieder rückgängig macht, sodass Sie die verwenden können, ohne dann nachher weiter drüber nachdenken zu müssen. Genau, sonst steht hier nichts. Genau. Aber genau, das ist noch wichtiger als die Skalierung der Daten, die Sie vorne ins neuronale Netz reinschieben.
ist die sogenannte Batch-Normalisierung oder Gruppenstandardisierung. Die kann man machen, also das heißt, man kann sagen, ich kann jedes Mal, wenn ich eine Mini-Batch habe, die Mini-Batch für sich normalisieren. Was ist der Vorteil? Die Mini-Batch ist kleiner und die Mini-Batches unterscheiden sich vielleicht voneinander. Ja? Die Mittelwerte der Mini-Batches wird nicht genau gleich sein. Das heißt, wenn Sie einzelne Mini-Batches skalieren, oder Z-Score skalieren, dann werden die sauberer. Ja? Die haben kleinere Varianzen, was wiederum dazu führt, dass das neuronale Netz diese kleineren Unterschiede auch lernen muss. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und besonders interessant ist, die batchbasierte Normalisierung, die können Sie auch ins neuronale Netz reinnehmen. Da sind Sie nicht darauf angewiesen, das nur vorne zu machen, da wo die Daten reingehen ins neuronale Netz, sondern Sie können so eine Batch-Normalisierung auch zwischen zwei Schichten machen. Weil Sie haben ja den Tensor mit der ganzen Mini-Batch überall im neuronalen Netz und nach der dritten Schicht haben Sie auch für alle Patterns aus der Mini-Batch haben Sie ja die Aktivierungen im Tensor drin und den können Sie Batch normalisieren. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass dann die Werte wieder alle im schönen Arbeitsbereich vom neuronalen Netz landen durch die Normalisierung. Besonders wichtig, wenn Sie Aktivierungsfunktionen haben, die nicht deckeln auf plus minus 1, ja, also wenn Sie mit ReNu arbeiten als Aktivierungsfunktion, kann es eben tatsächlich passieren, dass die Aktivierungen von den Neuronen riesig groß werden, ja, dass die 10.000 wird oder 100.000 wird oder 10 Millionen wird. Und dann ist es außerordentlich sinnvoll, danach eine Batch-Normalisierung zu machen und das wieder runter zu quetschen. Das hat man früher so gemacht, mittlerweile hat sich eingebürgert, dass man diese Batch-Normalisierung nicht als normale Z-Score-Normalisierung macht, sondern dass man die irgendwo steht, ja hier genau, dass man die Normalisierungsparameter, also den Mittelwert in Anführungszeichen und das Sigma, die Varianz, also sprich, μ ist der Wert, den man abzieht von der Zahl und Sigma ist die Zahl, durch die man das dann teilt, ja, also diese beiden Werte, die kann man ja trainieren. In Ihrem neuronalen Netz, das Sie auch selber schon gebaut haben, verwenden Sie ja Autograd und Sie verwenden diese Syntax mit den Params. Wenn Sie diese beiden Werte als Param definieren, dann wird Ihr neuronales Netz die mit optimieren und wird also versuchen, quasi in jeder Schicht, wo Sie die Batch-Normalisierung drin haben, die Normalisierung über die Batch mit optimalen Parametern zu machen. Das ist ziemlich cool. Wichtig allerdings, dass Sie am Schluss, wenn Sie den Predict machen, also wenn Sie das auf den Test anwenden, dann müssen Sie die gleichen Faktoren hier benutzen, die Sie auch beim Training verwendet haben. Ja, also den Testansatz dürfen Sie nicht dann mit den Normalisierungsfaktoren für diesen Testansatz verarbeiten, das ist klar, sondern die Parameter μ und Sigma, das sind ja dann Parameter des neuronalen Netzes, so wie die Gewichte auch. Das heißt, die müssen Sie sich merken und fürs Predict, im Predict anwenden. Wenn Sie eine fremde Daten durch das neuronale Netz propagieren, müssen Sie die Werte kennen, um dann die Normalisierung dort mitzumachen. Weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Sonst weiß die nächste Schicht ja nicht mehr, was da oben kommt. Sonst passt es nicht mehr zusammen. Also, das ist ein bisschen knifflig. Es sorgt für Stabilität im neuronalen Netz. Vor allem ReLU-Netze können einem um die Ohren fliegen. Das kann sein, es stürzt ab oder es kommen NaNs raus, also not a number, was letzten Endes heißt, die Zahl ist zu groß für eine Float 32 Fließkommazahl und dann funktioniert es nicht mehr. Das kann man leicht verhindern, indem man vorher rechtzeitig eine Batch-Normalisierung reinmacht. Es sorgt außerdem für ein bisschen Rauschen, weil ja jedes Mal die Werte modifiziert werden und verändert werden, sodass das neuronale Netz ein bisschen ja, verrauscht wird sozusagen, was günstig ist bei neuronalen Netzen. Auch da werden wir bei den Optimierern nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ja, warum macht man es dann nicht? Nach dem, was ich jetzt gesagt habe, würden Sie sagen, ah, dann machen wir halt Batch-Normalisierung. Das Problem ist, es ist teuer. Ja, Batch-Normalisierung
Typischerweise baut man es als Schicht ein. Ich habe meine normalen Schichten und baue dann zwischen die Schicht nochmal eine Batch-Norm-Schicht ein. Und die Batch-Norm muss ja Normalisierung über den ganzen Tensor machen, muss jeden Wert anfassen. Das ist relativ teuer und dauert Zeit. Das heißt, wenn man das einfach standardmäßig bei jeder Schicht macht, dann wird das Training für die neuronalen Netze nochmal eine ganze Ecke langsamer. Und zwar um Faktoren langsamer. Und deshalb kann ich Ihnen nicht raten, das einfach immer zu machen. Wenn Zeit keine Rolle spielt, probieren Sie es. Wenn Sie Probleme haben im neuronalen Netz, kann es eine Lösung sein, eine Problemlösung sein, um ein neuronales Netz besser zu trainieren. Aber es ist teuer, deshalb machen wir es tatsächlich nicht immer mit der Batch-Normalisierung. Aber es ist einer von Jimmys Tricks, die manchmal uns das Leben retten, sozusagen, ja, die uns ein neuronales Netz oder ein Projekt retten können. An der Stelle müssen wir jetzt hier mal abbrechen, aber es geht weiter. Bis zum nächsten Mal.